Und damit wieder herzlich willkommen zu einem neuen Part mit was? Hallo! Mit den guten Neuen, Plotty und den Sobarios. Ja, genau. Wir sind wieder am Start. Genau. Nachdem in der letzten Session ordentlich gekauft wurde, wird jetzt ordentlich gekauft. Nee, ordentlich gekauft. Nee, endlich mal hier der Termin da. Ne? Ja. Also jetzt mein Termin. Wo ja Probleme auftauchen werden wohl. Wie man sich aber auch denken kann. Ja, bei den beiden Köpfen. Nee, die beiden Köpfe sind ja. Nee, aber bei den. Naja, man. Behörden. Ich sag mal so, jeder kennt, glaube ich, die Anspielung. Selbst wenn man den Film nicht kennt, hat man davon gehört. Ja. Man hat von diesem Ding gehört, egal ob man es kennt oder nicht. Jetzt müssen wir alles nochmal machen. Alles wiederholen. Ja, so, wo sind wir jetzt? Mittagspause. So, liebe Kollegen, Mittagspause. Ja? So, liebe Kollegen, Mittagspause. Eher zum Büro, oder? Ehebüro. Ich glaube zum Ehebüro. Du musst dir jetzt heiraten, oder? Du musst dir alle Susanne kaputt heiraten. Ich hab 5 jetzt. Kaputt heiraten wegen Zombie. Ich hab keinen Bock, die ganzen. Er sieht schon aus wie Akuma. Oder Gookie. Hieß er ja. Nee, Gookie war. Gookie? Oh, eh. Doch, Gookie. Goku und. Warte Nummer 1200. Nee, 12203. Bitte melden Sie sich im Büro B. Sind Sie das? Keine Ahnung. Nö, ich denke mal. Also, ich denke mal schon. Ja. Mortensen, wir haben einen Termin. Was? Einen Termin. Also, es stellt sich. Es ist halt die Sache. Ja, das ist sein Nachname. Mhm. Das ist mir im Moment nicht. Ja, das ist förmlich. Ich dachte Moinsen. Moinsen? Moinsen, ich kann nicht mehr sprechen, meine Zähne. Wir haben einen Termin. Ist das so? Ja. Ja, das ist so. Außerdem sind wir bereits auf allen eventuellen Verzögerungen, Unwissenheitsbekundungen und Schikanen gefasst. Interessant. Und was kann ich also für euch tun? Der nächste. Wir benötigen ein Passierbarkeitsformular. X0 Stern irgendwas. Ah, ich hab mich an meinem Tetanus verschluckt. Um den Passierschein 14A Rot oder 14A Rot zu erhalten. Und das im Eilverfahren, bitte. Man hat es also besonders eilig, ja? Der ist ein bisschen doof. Sind die Herrschaften denn auch auf die Prozeduren, ne? Prozeduren. Prattelputzen. Des Eilverfahrens vorbereitet? Sind wir. Sind wir das? Ja, sind wir. Na gut. Vertrauen Sie mir, Erik. Sehr gut. Dann folgen Sie mir bitte in den Mordraum. Kommt zu mir, wenn ihr bereit seid. Zeit nochmal für Speichern. Check in the box. Also, seid ihr bereit, das Eilverfahren zu beginnen? Ja, kann losgehen. Wunderbar. Jetzt stimmt. Einfach mal das Spiel. Liebes Publikum, es ist mal wieder soweit. Unsere Teilnehmer heute. Erik Mortensen, ein Sensenmann. Wer? Was? Du bist berühmt, Junge. Ein Zombie, der ein Kleid trägt. Geil, ich bin berühmt. Ein kleiner, schuppiger Imp. Oh, unser Traum wird wahr, Susanne. Und ein Anwalt. Unerhört. Werden diese 4 Teilnehmer es schaffen, das Eilverfahren zu überstehen und den heiß ersehnten Preis mit nach Hause zu nehmen? Das vorausgefüllte Passierbarkeitsformular. Ich mach das absichtlich. Passierbarkeitsformular. Doch, wirklich. Ich will jetzt ein bisschen Gag reinbringen. XO Stern. Das ist schon genug hier. Nee.
Ich meine, wenn ich mich verspreche, dann mache ich das immer. Ihr kennt alle die Regeln, oder? Schaffen es unsere heutigen Kandidaten, alle blauen, Teleporter ist aber so klein, Seelendollar innerhalb der Zeit des Zeitlimits einzusammeln, so wie bei The Legend of Zelda Ocarina of Time? Denn wenn nicht, wissen wir ja alle, was dann passiert, nicht wahr? Was für eine Show! Das bringt Einschaltquoten. Tote Menschen. Tote Dinger. Also, liebe Freunde, Tote. Runde 1 beginnt in 3, 2, 1 und los. Lass die Spiele beginnen! Hunger Games! Das ist ja geil. Das ist voll gut. Yay! Oh, schön! Ich hoffe nur hier drin. Die Zombie-Dame! Dame! Ach, komm schon. Bravo! Ich hoffe hier nur drin. Schiebung! Ist das denn zu fassen? Ja, ist das denn zu fassen? Unsere Kandidaten haben Runde 1 erfolgreich bestanden und alle 15 Seelendollar aufgesammelt. Das war ja auch nicht wirklich schwer. Sie ziehen wir den Schwierigkeitsgrad mal ein wenig an. Die gleichen Regeln wie vorher. Wie zuvor. Macht euch bereit. Ach, 3. Und die 2. Du kannst schon laufen. Und die 1. Und lass die Spiele beginnen. Oh nein. Oh, jetzt laufen sie. Ah, Hilfe! Ah, geh weg! Ah, nein! Ah! Will ich gecatcht werden? Hilfe! Ah. Yay! Freut euch die Seelen! Party! Flampo beeilen! Er beklaut uns! Unglaublich! Beklaut uns einfach! Unsere Kandidaten haben auch die Runde 2 bestanden. Voll geil. Doch werden sie auch in der finalen Runde bestehen. Ich will ja extra mal wieder Timer runtergehen. Was für ein Spektakel! Die Kandidaten haben auch die zweite Runde erfolgreich bestanden. Das können wir echt vorstellen beim Jobcenter oder so. Hier rein, bin ich. Lecken Sie Ihre Arme an den Dollar. Wenn Sie es schaffen, in der Masse von Leuten, dann kriegen das Sie, zu schaffen, dann kriegen Sie den Antrag. Genau, dann kriegen Sie einen Antrag. Und dann kommen Sie in die nächste Runde. Dann kriegen Sie die Bewilligung auf vielleicht Art 4. Auf vielleicht Kindergeld. Wollen wir ja doch mal den Zeitdruck erhöhen. In diesem finalen Runde haben die Kandidaten nur 45 Sekunden, um alle Seelendollar zu fangen. Macht euch bereit. 3. Und die 2. Was kam danach nochmal? Die 1. Los geht's. Ja. Verspäteter Anfang. Ja. Was war das? Schiebung! Oh, war ja gar nicht mal so geil. Das bewegt sich aber schon ein bisschen langsam. Schneller! Dann komm schon! Ist zu langsam! Oh, wie er vorbeigelaufen ist! Ja, bravo! Oh, doppelt! Oh ja, doppelt! Joel, Chio, schon cheaten! Was zum Zeug? So. Fantastisch! Sie haben es geschafft! Was für eine Show, liebe Freunde! Was für eine Show. Kommt zu mir, ihr stolzen Gewinner. Ich bin Christoph Krachten. Euer Preis erwartet euch. Ich fasse es nicht, liebes Publikum. Ich kann meinen Augen kaum trauen. Die Kandidaten haben das Eilverfahren bestanden. Das hat noch niemand geschafft. Ab sofort tot. Sie haben sich ihren Preis redlich verdient. Das Passierbarkeitsformular. Was für eine Show! Affentanz. Einfach mal das Spiel. Nochmal. Gewonnen! Gewonnen. Einfach Klatsch ins Gesicht. Ja, gewonnen! Irgendwie war das gut. Ja, das finde ich auch. Nice. Passierbarkeitsformular X0. Sternchen erhalten. Oh, hast du schon? Ich dachte jetzt so, ja, Passierbarkeitsformular, aber das Falsche! Mit 2 Sternchen oder so. Naja, das habt ihr euch redlich verdient. Viel Glück und. Lass die Show immer weitergehen. Es geht weiter einfach. Genau. Einsperren für immer.
Was verdammt nochmal ist hier eigentlich gerade passiert? Klassisches bürokratische Prozedere, Erik. Absolut üblich. Na, okay. Dazu sage ich jetzt einfach mal nichts. Und das lassen wir mal so stehen. Das hat man schon oft erlebt. Ne? Das sind die Dinge, die hinter den Lobbyisten tun. Los, eine Show. Wer ist das denn? Den haben wir eben schon. Ja, nein, nein, nein. Was war das denn? Ein Typ mit Hirn. Mal gucken, wie wir gleich müssen. Ein Horn. Also ich werde den natürlich gleich erstmal folgen. Wie bist du? Gucken wir mal, ob das Neues ist. Ja, gucken wir mal, ob da was Neues drin ist. Seite 6 neu? Ich weiß noch nicht, müssen wir mal gucken. Ich glaube nicht. Wir haben was dann kennen, so nichts, alles gut. Ja, hatten wir schon. Aber dafür sind wir jetzt im Büro, das macht. Gucken wir mal, was der da macht. Wichsen. Auf seinem Thron sitzen. Der geht komisch durch die Gegend, aber ja. Dann sitzt er da. Ihr habt also meine schrecklichen Geheimnisse, schreckliches Geheimnis herausgefunden. Ich überrascht über den Inhalt des Textes. Ich bin überrascht über den Inhalt. Sowohl Bürokrat A als auch das war der Typ. Natürlich, das ist A und B. Das war wie das auch geändert wurde, Bürokrat A und B. Schockierend, nicht wahr? Und nun bleibt noch eine Sache. Habt ihr das Passierbarkeitswunder X0 Stern? Deswegen war er auch kurz mal nicht da. Ja. Nee, eigentlich nicht. Ja. Tretet näher. Wir haben doch das Passierbarkeitswunder. Ja. Es ist soweit. Der finale Moment. Bereitet euch vor. Wappnet euch. Boss, es geht los. Nehmt das. Take this. Passierschein 14 A und 1. Ja, wir sind drauf. Was? Ich dachte, es kommt jetzt noch ein Eins zum Kampf. Kampf? Wieso denn das? Ich dachte halt nur. So klassisch schon irgendwie. Das vom Nahen ist korrekt ausgeführt. Die Frist wurde eingehalten. Wow, antiklimatisch. wollt ihr den gerne kämpfen? Nein, nein, schon gut. Der. Falls es euch überlegt, anders über den Kampf meine ich. Ja, dann kommen wir wieder. Gut, ihr hört. Den gucken wir uns jetzt erstmal an und dann gucken wir mal, wie wir so kämpfen. Der Witz ist, ich glaube, ich habe den letzten Mal gesprochen. Ja. Aber ich spreche ganz viel. Das auch. Hat er nicht gesagt 7? Ne, neuer Tagebuch waren auch keine 7, aber neuer Tagebuch. Doch, hier hat er 7 geschrieben. 7, ne? Das ist gemein. 2, 3, 4, 5, 6, 6. Keine Ahnung. Dann wird das Tagebuch ab sofort nicht mehr wichtig. Ja, hat er da verpandelt. Schade. Das ist wirklich schade. Hat gar nicht gewusst, was er dazu sagt. Wollt ihr wirklich mit mir kämpfen? Ja, wir gerade bekämpfen. Kämpfen. Schon okay, gut. Denn macht euch auf etwas gefasst, genau. Auf die Bürokratenhand. Alter! Das hätte sonst was mit dem. Ah, mal schauen, ob wir den besiegen können. Wie der aussieht, ey. Geil. Ein bisschen Androgyn. Super Endboss-Gegner oder sowas. Androgyn. Ah, das macht alle. Okay. Das ist halt wie Alucard aus seinem Film. Endboss-Musik auch. Was? Er zittert so vor meinen Fähigkeiten. Schon voll Lauf, aus. Das ist halt ein Bürokrat. Ja. Das ist der Witz, dass er total schwach ist, so mit einem Schlag weg oder so. Ja, weil man halt extra gegen ihn kämpft. Was ist denn eine Waffe gegen einen Bürokraten? Ersetze. Nein, gar nicht. Die nutzen die aus. Schwachsinn. Gas.
Ja, es tötet sie auch. Aber es gibt bestimmt so ein Einspruch oder sowas. Mit Anwalt drohen. Das ist bei Bürokraten immer sehr effektiv. Vorgesetzten holen. Und sie den Vorgesetzten, das ist ein geiler Move. Ne? Ich will ihren Vorgesetzten. Weiß ich stimmt. Ich will ihren Vorgesetzten sprechen. Das ist ein geiler Move, ne? Weil da haben die meistens Angst. Aber er hat keinen Vorgesetzten, ich hab selber den Vorgesetzten. Ich weiß doch noch nicht, Alter. Vorgesetzten machen. Vielleicht kann ich noch ein bisschen schwerer für mich. Schade, hier ist das so, funktioniert das im Kampfsystem, funktioniert das immer wie ein normales PG. Leider nicht so logisch, so nach dem Motto, ne? Dass man bei Karten Angst, was kannst du denn nutzen, das ist schön. Ne? Das ist eine schöne Idee. 500 Schaden! Ist das viel? Aber ich. Ist auch geschehen. Ja, der Bürokrat ist. Der Anwalt ist schon. Gut! Gut. Das war's auch für den Part. Yay! Bei einem Kampf gestoppt. Genau. Bei dem Mega-Bürokrat. So, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn wir mit dem Kran hintreten. Von seinen geilen Stuhl nehmen und den selbst nehmen. Echt? Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye, bye. Im Au! Genau. Ciao.